Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren gab es die größte Erweiterung in der Geschichte der Europäischen Union. 10 Länder traten am 1. Mai 2004 der EU bei, 8 davon aus Osteuropa. Auch Slowenien wurde damals Mitglied der Gemeinschaft. Das Land hat gerade mal 2 Millionen Einwohner und ist nur ähnlich groß wie Hessen. Slowenien zählt also quasi zu den EU-Zwergen, ist aber ein riesiger Gewinner der Osterweiterung. Schloss Negova im Osten des Landes. Fremdenführerin Manja fürchtet um seinen Zustand. Die alte Kapelle droht einzustürzen und muss aufwendig restauriert werden. Mit Geldern aus der EU. Ohne diese Mittel wäre es wahrscheinlich in weiteren Jahrzehnten verfallen. Mhm. Und das bricht einem das Herz, denn es ist wirklich ein Juwel. Insgesamt 12 Millionen Euro steuert die EU für die Renovierung bei. Wenn alles fertig ist, werden hier Zimmer an Touristen vermietet. Für Manja eine Erfolgsgeschichte. Die Unabhängigkeit Sloweniens von Jugoslawien 1991 erlebte Manja als Jugendliche hautnah mit. 10 Tage lang herrscht deshalb Krieg. Doch schon damals ist klar, Slowenien will in die EU und schafft es auch. Vor genau 20 Jahren. Manja kommt noch heute ins Schwärmen. Nicht davor Angst haben vor anderen Kulturen und anderen Lebensweisen. Ja, das war wie ein sonniger Morgen. Millionen aus europäischen Fonds stecken in 15.000 Projekten im ganzen Land. Auch hier, im Betrieb von Janko Kodila. Sein Vater und Großvater waren Metzger. Er sieht sich eher als Delikatessenhändler. Für meine Haare. Die EU unterstützt ihn bei der Digitalisierung des Betriebs und beim Bau der Produktionshalle. 3.000 Schinken verkauft er jährlich, Qualitätsfleisch von lokalen Bauern. Oh, das ist groß. Ja, das ist der besonders große. Ne? Das wird eingegraben in Salz. Ne? Und sagen Sie, wo gehen diese Produkte von Ihnen alle hin? In welche Länder? Wir haben gerade nach Frankreich geschickt. Wir schicken nach Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien. Bei Verkauf in der Europäischen Union geht es normal wie zu Hause zu verkaufen. Kodilas Betrieb profitiert enorm vom EU-Binnenmarkt. Das Ergebnis? Sein Umsatz hat sich verdreifacht. Inzwischen arbeiten 70 Menschen bei ihm. Ein moderner Verkaufsraum und ein Restaurant sind hinzugekommen. Sloweniens Bruttoinlandsprodukt hat sich seit dem EU-Beitritt um 12% erhöht. Die Zustimmung zur EU in der Bevölkerung ist hoch. Immer schon. Als das Land im vergangenen Sommer die schwersten Überschwemmungen seit 30 Jahren erlebt, dauert es nur wenige Tage, bis die Kommissionspräsidentin persönlich einfliegt. Mit dabei ein Versprechen für den millionenschweren Wiederaufbau des Landes. EU-kritische Stimmen im In- und Ausland ärgern Feinkosthersteller Janko Kodila. Damit wolle man die EU spalten, so wie Viktor Orban im Nachbarland Ungarn. Wenn du drinnen bist, wir sind auf einem Bund zusammen. Kannst du nicht eigenen Weg dann gehen? Zurück zu Burg Negova. In 2 Jahren soll sie fertig restauriert sein. Fremdenführerin Manja ist der EU dankbar. Für die Rettung der Burg, die offenen Grenzen und all die Touristen, die Slowenien seitdem besuchen. Nicht wenige hatten und haben bis heute aber auch Vorurteile gegen Osteuropäerinnen und Europäer. Immer wieder ist zu hören, Arbeitskräfte zum Beispiel aus Polen würden in Massen kommen und den Deutschen die Jobs wegnehmen. Mittlerweile, in Zeiten des Fachkräftemangels, freut sich Deutschland über jede Arbeitskraft aus dem Ausland. Leiterplatten bestücken, eine nach der anderen, Hunderte am Tag. Das ist Evelyn Verzekers Job hier beim Ventilatorenhersteller Ziel Abeck in Künzelsau. Dabei hat sie eigentlich Restaurantmanagerin gelernt, in Ungarn, ihrem Heimatland. Aber dann, vor 12 Jahren, ist sie ausgewandert. Das war eigentlich ein Abenteuer für mich. Ich war dort 22 Jahre alt und ich habe die Chance bekommen, in Deutschland zu arbeiten. Und dann, ich bin schon da. Etwa die Hälfte ihrer Abiturklasse habe damals Ungarn verlassen, erzählt sie, für bessere Jobchancen in Österreich, England oder eben hier in Deutschland.
Seit die EU-8-Staaten, also die osteuropäischen Länder, 2004 in die Europäische Union aufgenommen wurden, sind etwa 820.000 Arbeitskräfte aus diesen Ländern nach Deutschland gekommen. Fast 200 arbeiten hier bei Ziel Abeck. Manche als Ingenieure, die meisten jedoch in einfachen Funktionen. Denn nicht zuletzt aufgrund fehlender Deutschkenntnisse arbeiten die meisten in Bereichen, die eine geringe Qualifikation erfordern. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt in Deutschland waren zuletzt 63.500 osteuropäische Arbeitskräfte im Baugewerbe, 59.000 in der Lagerwirtschaft und 45.500 im Transport. Alles sogenannte Engpassberufe. Wir konnten zeigen, dass die EU-8-Beschäftigten überproportional in diesen Engpassberufen arbeiten. Und damit können wir sagen, dass dieser erhöhte Anteil von Beschäftigten in den Engpassberufen auch zu einer Entlastung der Fachkräfteengpässe beigetragen hat. Fachkräfte sind das eine. Hier in Künzelsau hat man jedoch noch ganz anders davon profitiert, dass der EU-Binnenmarkt durch die Osterweiterung zum größten der Welt wurde. Die Marktzugänge, die Barrieren wurden natürlich runtergefahren. Deswegen konnten wir uns erweitern. Wir konnten neue Standorte aufbauen. Wir haben neue Kundenzugänge generieren können. Und durch die Erhöhung der Lebensstandards waren natürlich und sind natürlich unsere Produkte gefragt. Doch wenn sich die Lebensstandards in den osteuropäischen Ländern erhöhen, bedeutet das auch, Deutschland ist als Auswanderungsland nicht mehr so attraktiv wie einst. Wir haben kaum noch zusätzliche Beschäftigte, die nach Deutschland kommen, sondern es gibt eben diesen Turnover, dass die Menschen herkommen, für ein paar Jahre hier bleiben, die Hälfte der Beschäftigten nur für 1 bis 4 Jahre und dann wieder zurückgehen. Und da ist die Befürchtung aus ökonomischer Sicht, dass da es nicht mehr viel zusätzliches Potenzial gibt. Also das wird jetzt vielleicht eher stagnieren möglicherweise in den nächsten Jahren. Evelyn Verzekers hat sich entschieden. Vor 2 Jahren hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Zurück nach Ungarn will sie nicht, denn nie, sagt sie, könne sie dort ein so gutes Leben leben wie hier in Deutschland.